Wie wird der Personalschlüssel in Kitas berechnet? Gute frühkindliche Bildung und Betreuung in Kitas braucht genügend Fachkräfte, damit jedes Kind individuell gefördert werden kann. Als ein Qualitätsmerkmal für eine gute Kita gilt deshalb der Personalschlüssel. Ein kindgerechter Personalschlüssel ist wichtig, damit Fachkräfte in Kitas ausreichend Zeit haben, die Bildung und Entwicklung aller Kinder sensibel zu begleiten und besser auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Gute Qualität in Kitas bedeutet zudem, dass Fachkräfte Zeit für Tätigkeiten ohne die Kinder haben. Wichtig ist der Austausch im Team oder mit den Eltern, sowie die Vorbereitung der pädagogischen Arbeit. Gleichzeitig sind Fachkräfte aufgrund von Urlaub, Fort- und Weiterbildung und auch Krankheit nicht immer anwesend. Der Personalschlüssel bildet ab, wie viele Personalkapazitäten für all diese Tätigkeiten zur Verfügung stehen und stellt diese in Bezug zu den Kindern dar. Anna arbeitet als pädagogische Fachkraft in einer Kita und möchte wissen, wie der Personalschlüssel in ihrer Gruppe ausfällt. Sie arbeitet in einer Gruppe mit 15 Krippenkindern und 3 Fachkräften. Zur Berechnung des Personalschlüssels wird nicht die tatsächliche Anzahl der Fachkräfte der tatsächlichen Anzahl der Kinder gegenübergestellt, sondern die Vollzeitstellen den sogenannten Ganztagsbetreuungsäquivalenten. Anna addiert die Arbeitsstunden der Fachkräfte ihrer Gruppe und teilt diese durch 39. Daraus ergeben sich 2,8 Vollzeitstellen. Auch die Betreuungsstunden aller Kinder ihrer Gruppe addiert sie und teilt diese durch 40. So ergeben sich 10,3 Ganztagsbetreuungsäquivalente. Jetzt teilt sie die Ganztagsbetreuungsäquivalente durch die Vollzeitstellen. Damit hat Anna einen Personalschlüssel von 1 zu 3,7 für ihre Gruppe errechnet. Anna weiß, dass sie im Alltag für viel mehr Kinder zuständig ist. Sie versteht nun, dass der Personalschlüssel ihre gesamte Arbeitszeit für all ihre Tätigkeiten mit und ohne Kinder umfasst. Anna weiß, dass sie und ihre Kolleginnen mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit für die mittelbare Arbeit und Ausfallzeiten aufbringen. Wie viele Kinder sie in der unmittelbaren pädagogischen Arbeit betreut, bildet die Fachkraft-Kind-Relation ab. Damit ergibt sich für den Personalschlüssel von 1 zu 3,7 in Annas Gruppe eine Fachkraft-Kind-Relation von 1 zu 4,9. Anna ist klar geworden, dass der Personalschlüssel hilfreich ist, um zu vergleichen, wie viel Arbeitszeit insgesamt im Verhältnis zu den Betreuungszeiten der Kinder vorhanden ist. Die Fachkraft-Kind-Relation stellt dar, mit wie vielen Kindern ich unmittelbar arbeite, denkt sich Anna. Auf der Webseite Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung findet Anna weitere Informationen und auch konkrete Empfehlungen für einen kindgerechten Personalschlüssel.